wunderschönen guten Morgen, guten Tag, liebe Freunde des entspannten Laufens. Ich bin auf einer neuen Hausrunde unterwegs, allerdings heute nicht bei mir die Hausrunde, sondern Thorstens Hausrunde. Und ja, es soll heute darum gehen, um den Flow, um den sogenannten, oder im Fluss zu bleiben. Wir beide kennen uns vom Aikido und vielleicht zeigen wir euch gleich eine kleine Kostprobe. Erstmal ein bisschen laufen. Fluss für mich bedeutet, eins mit sich selbst zu werden, auch vor allen Dingen beim Training, und das ist eine gute Übung. In der Übung mit dem Partner, die immer wieder mit der gleichen Angriffsform kommt, immer wieder wiederholt wird, zu schauen, dass, oder zu lernen, anzunehmen, was kommt, was kann ich daraus machen, ne? Wie kann ich mit der Situation umgehen, die da kommt. Ne? Versuche ein bisschen zu improvisieren, die Bewegung so zu nehmen, wie sie kommt, und entsprechend umzulenken, so wie es im Aikido sein soll. Ne? Also wir versuchen, die Bewegung aufzunehmen und weiterzuleiten, fließen zu lassen. Beim Laufen ist für mich der Fluss vor allem das Laufen selber. Ne? Man läuft ein, zwei Kilometer ein bisschen holprig, so wie viele Flüsse und Bäche auch ganz am Anfang holprig sind. Und man fließt aber weiter in der Bewegung und irgendwann kommt man in seinen Fluss. Ne? Man fängt an, eins zu werden mit seiner Umwelt, ne? Mit sich selbst, ist einfach nur noch im Lauf. Und nur noch wegen des Laufs unterwegs, und das ist für mich Fluss. Ja, mit dem im Fluss sein ist es so wie mit der Achtsamkeit, mit der Achtsamkeitsübung. Es heißt Achtsamkeitsübung, das heißt, wenn man das nicht übt, achtsam zu sein, dann geht es auch verloren. Also das ist nichts, was man konserviert. Man kann nicht sagen, ich habe jetzt eine halbe Stunde Achtsamkeit geübt und dann bin ich achtsam für den ganzen Tag. Das funktioniert nicht. Und um in den Fluss zu kommen, müssen wir etwas anderes üben. Also Achtsamkeit ist da sicherlich dienlich, aber da geht es um Akzeptanz. Das heißt, das akzeptieren können, was ist. Wenn wir immer wieder uns in Akzeptanz üben, wird es uns irgendwann so vorkommen, als wenn sich das Ganze dreht und wir nicht nur das, was gerade geschieht, so annehmen, wie es ist, sondern wir haben das Gefühl, dass das, was wir möchten, geschieht. Oder dass wir das Gefühl haben, es geschieht genau so, wie ich es brauche. Und das ist das Tolle daran, wenn man es immer weiter übt. Aber das muss jeden Tag aufs Neue geschehen. Dies hier nennt sich der Kreis eures Einflussbereiches. Dies hier. Und das ist der Kreis des Sorgenbereiches. In Englisch sagt man Circle of Influence und Circle of Concern. Alles, was hier drin geschieht, ist euer Einflussbereich. Das ist etwas, wo ihr aktiv teilhaben könnt und aktiv etwas unternehmen könnt. Und hier im Sorgenbereich liegt nicht in unserem Einflussbereich. Das ist ein Bereich, in dem wir uns wenig aufhalten sollten. Und wenn wir uns viel damit beschäftigen, mit den Dingen, die wir auch beeinflussen können, diesem Bereich, dann wird der sich ausdehnen und der verdrängen oder immer kleiner werden lassen. Weil wenn wir unseren Fokus immer wieder in diesen Concern, in diesen Sorgenbereich lenken, dann werden wir unglücklich. Dann können wir schlecht akzeptieren, was ist. Die Dinge, die ich beeinflussen kann, selbst wenn ich es dann nicht schaffe, das Ergebnis so zu erzeugen, wie ich es gerne hätte. Ich habe es versucht und es war mein Einflussbereich. Wenn ich mich hier aufhalte und hier stärker werde, dann werde ich auch glücklicher werden. Aikido eignet sich auch immer wunderbar beim Laufen, um sauber abzurollen.
Um im Fluss zu sein, heißt es nicht, dass man die ganze Zeit mit dem Wasser fließt, sondern man darf auch mal der Felsbrocken im Fluss sein und nicht nur mitschwimmen, denn nur tote Fische schwimmen mit dem Strom, heißt es so schön. Aber das Wasser, wenn ihr standhaft bleibt, sollte trotzdem um euch herum fließen können. Ihr müsst euch nicht dem Fluss entgegenstellen, das Wasser darf ruhig um euch herum fließen. Aber ihr müsst euch nicht immer mitreißen lassen, mit jedem Strom und mit jeder Strömung. Du darfst schon bei deinem Standpunkt bleiben und bei deiner Meinung. Aber direkt mit Hilfe hoch ist immer auch zu zeigen. Was ich immer wieder toll finde beim Laufen, was man da merkt, ist, dass zwar die Natur auch im Fluss um uns herum ist, aber dass wir auch im Fluss in unserem eigenen, in der Natur sind. Das heißt, wenn dir das Gedankenmuster bekannt vorkommt, dass du das Gefühl hast, dass immer die Dinge dir geschehen, dass dir alles passiert, dann merkst du spätestens beim Laufen, dass du auch passierst, und zwar deine Umwelt. Und du hast einen Handlungsspielraum, du passierst. Ja, liebe Freunde des entspannten Laufens und der offenen Interesses für andere Dinge. Ich bin wieder auf dem Heimweg und freue mich jetzt aufs Frühstück. Hoffe, ich konnte euch ein bisschen was vom Aikido zeigen auch. So, passt auf euch auf, bleibt gesund, abonniert gerne meinen Kanal und bis ganz bald. Euer Pelle.